Waren wir ja nicht gerade erst? So, aber jetzt vorher noch mal zu dem Dorfpropst. Hatte ich ja eben vergessen. Ich glaube, das ist auch schon. Warte. Auch schon sein Haus. Ja. Tagchen. Bestientöter? Jupp. Ich bin wegen der Anzeige hier. Was habt ihr für mich? 5 Alpzähne. Wie verlangt. Wie widerwärtig. Hier ist das versprochene Gold. Danke. Was können wir bloß tun? Was könnte man bei dir nochmal kaufen? Ah, nee. Stimmt, man konnte mit dir Poker spielen. Lebt wohl. Aber ich glaube, das hatten wir bereits. Das ist Delina. Die Schwester von Alina. Nee, den Ring haben wir, glaube ich, gerade. Ich möchte gern mit euch reden. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Ach nee, das war. Stimmt, sie wollte einen Antrag haben. Stimmt, da war was. Da mache ich die weite Reise. Aber ich mache ihr keinen Antrag. Garantiert nicht. Sehr froh gebe ich sicherlich, oder stelle ich sicherlich keinen Ring an, Finger. Dem kenne ich sie nicht. Ich habe geträumt, ich wäre ein Hexer. Ich kämpfte gegen dieses Ungeheuer und hatte gar keine Angst. Nur Narren haben keine Angst. Die Dörfler sagen, dass Berenga Angst davor hat, einen Riesenfisch zu töten. Ihr nicht. Ich will ein Hexer werden. Glaubst du, das macht Spaß? Na klar, aber einer wie ihr, nicht wie Berenga. Hexer sind unheimlich tapfer, sie werden nie krank. Willst du nicht lieber Ritter werden? Ritter sind auch toll. Ich weiß, ich werde ein Hexerritter. Ja, Geralt, ihr seid toll. Wollt ihr mit mir spielen? Jetzt nicht. Wir sehen uns später. Oh. Hey Geralt, diese Felder sind ein toller Spielplatz. Hast du die Halskette? Ich trage sie ständig. Hast du immer noch Albträume? Wenn ich tagsüber ein Nickerchen mache, dann nicht. Aber nachts, da habe ich seltsame Träume. Du musst mir nichts darüber erzählen. Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Ja. Sie sagt, das ich soll ihr suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alwin. Sich die Entwickler darüber bewusst waren, dass sie manche Texte 1:1 einfach doppelt eingespielt haben. Ins Spiel gepackt haben. Beziehungsweise haben sie ihr Spiel selber durchgespielt. Bin mir das nicht besonders sicher. Wo war das denn hier? Gruft? Ach. Warte, nee. Doch, die Gruft ist hier. Also, von den Griegs bei der Gruft holen. Eine Ruf draußen aus den Feldern. Ah, okay. Ich glaube, es gibt noch eine andere Gruft. Aber dann können wir uns einmal kurz um die Vojanoida kümmern. Ich weiß nicht, ob wir dafür die Nacht brauchen. Ob wir das am Tag erledigen können. Wird die schon durchsucht? Ja, hatten wir. Nazia haben wir bereits. Bei der Hütte haben wir auch schon mit dem sprachlosen Bootsfahrer gesprochen.
Ufer. Hier hinten sind die Squirtle. Beziehungsweise die Elfen. Sind hier auch noch welche, die vielleicht einen Namen haben? Ihr seid ein Hund an der Leine der Menschen. Boroville. Von ihr nicht noch mal die Rede? Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Elfin. Habt ihr mich vergessen? Seit unserer letzten Begegnung am Ende der Welt ist viel Zeit vergangen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das macht nichts. Man nennt mich Toroviel und es freut mich, euch wiederzusehen. Mich auch. Was führt euch hierher? Ihr sagtet, wir wären uns bereits begegnet. Im Dol Blatana, dem Blumental, einem wunderschönen Fleckchen. Ich gab Rittersporn die Laute, die er heute spielt. Unsere Begegnung veränderte mich. Einst hasste ich die Menschen ausnahmslos. Aber eure Worte säten Zweifel in mir. Als der Krieg all diesen Hass mit sich brachte, begriff ich, dass es einen anderen Weg gibt. Das freut mich. Mich auch, Hexer. Kann ich euch irgendwie helfen? Oh ja, wir sind verwundet und hungrig. Die Verhandlungen mit den Bauern sind nicht gut gelaufen. Alles, was uns noch bleibt, ist unsere Würde. Was kann ich tun? Ihr könntet etwas frisches Brot kaufen. 20 Ohrens müssten für 5 Laibe reichen. Ich bin gleich wieder da. 5 Laibe Brot? Wir haben 10. Und das nur aus irgendwelchen Truhen gesammelt. Ich habe Brot für euch. Ihr könnt auch alles haben. Schön, dass ihr unser Vertrauen nicht enttäuscht habt. Hier sind eure 5 Laibe. Ich danke euch. In Augenblicken wie diesen glaube ich wieder daran, dass wir diese sinnlose Spirale des Hasses beenden und einander vorbehaltlos akzeptieren können. Okay. Warum folgt bei Alvin eigentlich? Höheneingang. Was ist hier drin? Ja gut, Elfen. Okay. Aber es ist ja noch was anderes außer irgendwelchen Elfen. Habe ich einmal noch... Ach, das sind 2 verschiedene. Okay. Eigentlich hatte ich noch mehr von diesem Katze, aber... Naja. Machen wir einmal. Mal sehen, ob sie auch in diese Ecken reingucken. Hinfort, Deine. Ich habe Essen mitgebracht. Was ist das? Ich spucke auf euer Almosen. Seid vernünftig. Ihr müsst essen. Ich will doch nur helfen. Helfen? Nein. Ihr wollt eure Überlegenheit demonstrieren. Was? Indem ihr mir Futter zuwerft, wie einem wilden Tier. Seid nicht so herablassend, Mensch. Ich bin nicht herablassend. Als ich Hunger hatte, bekam ich einst ebenfalls von unerwarteter Seite Hilfe. Ich brauche euer Mitleid nicht. Ihr Elfen seid unverbesserlich. Ihr ignoriert das Offensichtliche. Ein Bettler, egal wie arrogant er ist, kann niemanden beeindrucken. Er macht sich nur lächerlich. Ihr seid also gekommen, um zu lachen und Abnormitäten anzugaffen? Jetzt bin ich wütend. Ihr sprecht von Wut, ihr? Ich würde euch so verprügeln, dass ihr mich nie mehr vergesst, ihr. Beruhigt euch. Alles wird gut. Hallo? Ich habe noch nicht meine Wahl. Meine Intention war, dass ich dir was zu essen gebe, nicht dass ich, okay. Okay, gut. Geralt macht sowieso, was er will. Das ist, ja. Ne? Das ist sowieso egal. Geralt hat seinen eigenen Willen.
Ich darf nur zusehen. So. Hinfort, deine. Gut. Wen mag sie uns jetzt überhaupt nicht mehr? Sie mag uns einfach nicht. Für das eine ja, der Rest nein. So, aber mehr ist in dieser Höhle auch nicht. Wann hat das alles nur ein Ende? Das ist eine sehr gute Frage, man weiß es nicht. Gut, gehen wir einfach raus. Das passt schon. Hallo, Geralt. Wie kommst du denn hierher? Das sage ich nicht. Ich laufe mit euch herum. Ich will, dass du wegrennst, wenn etwas passiert. Ich will, dass du gar nicht mitkommst. Geralt, ich bin nicht überrascht, euch zu sehen. Ich bin es, Chiriadan. Erkennt ihr mich? Chiriadan? Offenbar nicht. Ihr wart beschäftigt. Es ist eine Weile her. Stimmt, Geralt. Und was ist dabei rausgekommen? Nur Chaos. Keine Integration. Man arbeitet hart, zahlt Steuern. Dann kommen die Pogrome. Man flieht, während sie einem die Taverne niederbrennen. Es sind schwere Zeiten. Schön, dass ihr hier seid. Was macht ihr hier? Das gleiche wie alle anderen auch. Ich esse Beeren und träume von meinem Platz auf der Erde. Versucht etwas anderes. Freischarlerkrieg kann gefährlich sein. Ich hab's überlebt. Die Menschen hinderten mich daran, so zu leben, wie ich es wollte. Es sind elende Zeiten. Hinter jeder Ecke lauert neues Pech. Braucht ihr Hilfe? Bitte keine Almosen. Verstehe. Wollt ihr würfeln? Warum nicht? Ich hab nichts zu verlieren. Okay. Dann spielen wir mal. Okay, eine Runde gewonnen. Achso, ein Würfel. So, ein paar habe ich schon mal. Eher drei gleiche. Ich habe zwei gleiche, aber er hätte, glaube ich, immer noch gewonnen. Ja. Ein paar. Okay, er ebenfalls ein paar. Okay. Noch einmal. Ich glaube, ihr lasst mich Blödsinn. Lasst eure Beeren Beeren sein und tut etwas Sinnvolles. Vielleicht werde ich das, falls nichts Drastisches geschieht. Okay. Versuchen wir es noch einmal, aber mit einem kleineren Einsatz. Gleichstand. Okay.
Die haben einmal gewonnen. Ach du grüne Neune. Würde klappen, wenn wir jetzt 3 Vieren kriegen würden. Oder so. Okay, verloren. Sieht schon besser aus. Ich glaube, ihr habt Blödsinn. Ich habe zwar gewonnen, aber okay. Habt ihr irgendwelche Pläne? Ich baue mir wieder ein Geschäft auf. Okay, gut. Kurz angeboten, der Junge. Hilfe. Jede Menge davon. Nein, wieder einmal kämpfen. Na kommt hier, meine kleinen Wölfe. Ist hier irgendwas? Reden Wald. Ja. Oh, hallo Wolf. Ist hier noch ein. Wie weit geht's da noch lang? Gar nicht mehr. Hier kommen wir dann auf jeden Fall nachts nochmal hin. Aber wo ich jetzt auch nochmal hin will, ist einmal zu der Insel darüber segeln. Ich glaube, das müsste die Insel sein, wo wir dann hinkommen. Dafür müssen wir aber erstmal zum Bötchen. Nachts können wir dann hier nochmal hin und uns um die Roger neu kümmern. Ja, du kannst dein Schwert irgendwie auch wegpacken. Da ist das Boot. Damit kommen wir dann auf die andere Seite. Der Wutterneupriester ist da hinten immer noch. Der ist mal da und mal ist er nicht da. Das sind jetzt meine andere Ziele. Nicht so wie die, die uns immer zum Sumpf gebracht hat. Schön mit den ganzen Seerosen. Hat was. So. Jetzt muss ich erstmal überlegen, ob ich überhaupt schon weiterkam oder ob ich jetzt schon wieder vorgreife. Das Gute ist, hier können wir dann Gott sei Dank auch immer mal rasten. Ich muss erstmal so ein bisschen die Karte erkunden. Hier hinten sind Bivern, glaube ich. Ja, Königsbivern. Normale Vivan. Hier ist ein Tempel. Und hier kommen wir aber leider auch noch nicht weiter. Ja, stimmt. Hier müssen wir später, glaube ich, was spenden.
Da ist Dagon. Okay, sind beides Leichen. Ist da wieder irgendeine besondere Art bei? Kann ich leider nicht erkennen. Nee, nur Königswivern und Wivern. Okay. Gut. Dann will ich immer kurz bis zur Nacht warten. Und hier ist noch eine Kiste. Okay. Nimm mir jetzt nicht besonders viel dran. Das, was da drin ist, brauchen wir nicht. Das ist quatschen. Vielleicht später. Vielleicht später. Wenn es okay ist. Gerade erstmal noch nicht. Aber wenn du später noch Zeit hast, können wir das gerne machen. Weil so lange spiele ich jetzt hier Witcher noch nicht. Und möchte ja erstmal noch so ein bisschen die Story machen. Sofern ich hier weiterkomme. So. Ich weiß immer noch nicht, was das hier für Wesen sind. Sehen aus wie Affen. Es ist aber keine Affen. Es ist irgendwas anderes. Und wo war jetzt das Lagerfeuer? Den Lagerfeuer? Mehrere Lagerfeuer. Bin nur zu blöd, sie zu finden. In die Richtung auf jeden Fall. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Lagerfeuer, Mensch. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Ach, tatsächlich, wir haben keine Feuersteine mehr. Na egal, wir haben hier Igni. Hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen. So. Dann hätte ich gern einmal... So eine Bombe könnten wir vielleicht nochmal herstellen. Dazu vielleicht nochmal. So. Na bitte einmal schlafen. Teilchen. Oh, Königswivern. So. Also, du brauchst wieder den normalen Kampfstil. Wir brauchen nur noch einmal diesen Tausendfüßler-Schiff-Kien. Hier da hinten ist das komische Wesen. Die Herrin des Sees. So heißt die Dame. Natürlich, wir müssen einmal außen rum. Geralt möchte keine nassen Füße kriegen. Zumindest nicht von der einen Seite. Von dieser hier. Willkommen, Geralt. Vergebt mir, ich erinnere mich nicht an euren Namen. Weil ihr ihn nicht kennt. Allerdings kenne ich euch. Oder zumindest euren Ruf. Ich sollte euch warnen,
Ritter Sporn nimmt sich bei seinen Balladen große Freiheiten heraus. Ich vertraue meiner Quelle, der Sirene Chinas. Sirene? Ja. Warum seid ihr so überrascht? Was hat Chinas euch erzählt? Dass ihr einen Konflikt zwischen dem Fürsten von Agloval und den Bewohnern der Unterwasserstadt Ys verhindert habt. Dank euch und euren Freunden tolerieren die Menschen und die Wodjanoi von Ys einander jetzt. Das ist ermutigend. Ich hoffe, hier geht jetzt alles gut. Ist dem so? Chinas hat eure Intelligenz erwähnt. Macht Gebrauch davon. Sprecht mit dem Wodjanoi-Priester und dem Menschen namens Julian. Wer seid ihr? Sie nennen mich Herrin des Sees. Ist dieser geschwätzige Fischer euer Diener? Mein Diener? Nein. Frauen brauchen ab und zu Männer. Natürlich nur für Nahrung und Schutz. Verstehe. Natürlich nur dafür. Scharen von Rittern verteidigten einst meine Ehre. Doch das ist lange her. Nur mein armer, kränkender König der Fischer ist noch übrig. Herrin, es heißt, ich wäre ins Leben zurückgekehrt, aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Könnt ihr mir helfen? Ich wusste, dass ihr nicht zufällig zurückgekehrt seid. Antwortet zuerst eins. Glaubt ihr an das Schicksal? Ja. Mit der Beantwortung meiner Frage habt ihr die eure beantwortet. Das Schicksal hat mich hierher geführt? Ich bin keine Herrin des Schicksals. Ich habe eure Vergangenheit und Zukunft gesehen, darf aber über beides nicht sprechen. Ich hatte auf Führung gehofft. Nun gut. Auch wenn ihr nie erfahrt, wer ihr seid und Kräfte euch umherwirbeln wie Wind das Laub, lohnt es sich, ein anständiger Mann zu bleiben. Ich werde es mir merken, Herrin. Gut. Reden wir weiter. Ja. Herrin, was ist aus diesen Rittern in glänzender Rüstung geworden? Ich gebe der Legende vom Heiligen Gral die Schuld. Meine kühnen Ritter brachen zu einer Mission auf. Warum? Weiß ich nicht. Sie sagten, es wäre ihr Schicksal, den Heiligen Gral zu finden. Leider kann meine Macht das Schicksal nicht bezwingen. Ich konnte die Ärmsten nicht auf den rechten Weg geleiten. Der Gral wurde nie gefunden? So ist es. Kennt ihr die Legende vom Heiligen Gral? Ich habe mein Gedächtnis verloren. Sprecht mit dem Einsiedler, der die Gräber dieser tapferen Suchenden bewacht. Er ist zwar ein Langweiler, kennt die Legende vom Heiligen Gral jedoch wie kein zweiter. Ich werde ihn besuchen. Wenn ihr wegen einer Mission von allerhöchster Bedeutung zurückkehrt, glaubt mir, ich kann unangenehm werden. Herrin, kann ich etwas für euch tun? Der Friede meines Landes wurde gestört. Menschen und Wodjanoi streiten wegen Habgier, Angst und Missverständnissen. Ich nehme an, jede Seite hat einen inoffiziellen Anführer. Manchmal einfach so ein bisschen die Sprache wegbleibt. Einfach mal so nicht eingesprochen. Ich kümmere mich darum. Wer ist im Recht? Es geht nicht darum, wer im Recht ist. Ich möchte sie versöhnen. Dann müsst ihr Dagon töten. Bringt mir dazu aus meinen Ich bin bald wieder da. Hinweise über die Natur dieser Objekte findet ihr an der Statue. Okay. So. Ich frage mich nur, wo hier die Ertrunkenen sein sollen. Ich gehe wahrscheinlich erstmal dahin, bevor man
hier jemand tötet. Okay. Das war das Ding mit dem Reitgeschirr. Ich würde jetzt gerade noch die Katze im Bett. Ja, mach das. Dann haben wir wenigstens das wie ein frisch gewaschenen Hund. Elfenhandwerker. Ach stimmt, da sollten wir auch nochmal nicht drüber reden. Das war mit Julian. Okay. Ah, hier sind die Ertrunkenen. Ja, das ging schnell. Jetzt müssen wir noch einmal zur Hauptinsel, zum Festland zurück. Und da auch nochmal Ertrunkene töten. Die Frage. Hallo, Alvin. Wo lauerten die nochmal? Okay, da hinten. Das ist jetzt relativ einfach. Ertrunkene, wo seid ihr? Da vorne. Hier in der Nacht. Auch. Also gegen die zu kämpfen, bin ich aber echt nach Hause. Okay. Und jetzt noch die am Flussufer. Okay. Dann rennen wir da nochmal hin. Oh, hallo, Vivan. Schön, dass du gewartet hast. Wie ich den Kompagnon hier einmal so kürzer gemacht habe. Okay. So, da geht's nicht weiter. Der macht. Was auch immer das jetzt nochmal war. Okay. Wie auch einfach mal nichts passiert. Ist natürlich noch schöner. Noch mal Vivan. Dann lagen der immer noch an dem alten Leichnam rum. Ist ein bisschen eklig. Wenn allein schon, weil er da schon ein paar Tage liegt. So, und ich will das noch in dieser Nacht schaffen. Sitzt er immer noch? So. Zum Flussufer.
Gehen wir am besten einmal durchs Dorf, würde ich sagen.